Herzlich willkommen zur Marburger Sommerakademie, Woche 2. Heute haben wir uns ein Programm mit 6 Kursen vorgenommen. Themen, was den Einzelnen beschäftigt, ein persönlicher Austausch, dadurch ein künstlerischer Austausch. Es ist natürlich eine physische Herausforderung, bildhauerisch tätig zu sein. Da klagen meine Damen und auch die Herren natürlich. Abends haben sie so einen langen Arm. Sozusagen ein Angebot ist, relativ frei rumzuspinnen. Müssen wir nochmal wiederholen. Das Handwerkliche ist eine Übungssache, aber das kann man lernen. Ist kein Problem. Und muss sagen, die TeilnehmerInnen werden immer famoser. Das ist eben wirklich kurstypische Handbewegung, kennen auch die allermeisten, weil es dazu hilft, im Bild oder das Bild anders zu sehen. Ich mache in der Malerei etwas, was im Spezialbegriff Pastellmontagen heißt. Also montieren ist ein wichtiges Element in meiner Arbeit und selbstverständlich fließt es hier in das Kursthema mit ein. Interieur kann eben auch Blick in ein Behältnis sein. Interieur kann Blick in dein oder mein oder sonst wessen Inneres sein. Kopf dir, wenn ihr gerade steht, dann geht. Aber wenn ihr aufschaut, du, dann sehe ich nichts mehr. Er ist einfach noch zu kastig. Er ist zu kastig. Du musst ihn endlich in die Form hineinbringen. Für mich ist Kunst bedeutet eigentlich, Fragen des Lebens zu beantworten. Ich wurde Künstlerin, weil ich zu viele Fragen an das Leben hatte, die man mir nicht erklären konnte. Mit der Kunst kann ich das teilweise erörtern. Das macht Spaß und es hat nie aufgehört. Wichtig ist uns eigentlich hier in diesen 2 Wochen, dass wir eben neben praktischen Arbeit, da ist ja Schlagen, Schlagen, Schlagen unser Hauptthema, eben auch immer theoretisch in Crashkurse reinkommen. Manchmal muss ich die Teilnehmer etwas mehr motivieren dafür, aber das Theoretisieren, die Reflexion über Kunst, das ist ein wichtiger Anteil dieses Kurses. Also da erwarte ich natürlich den Eigensinn meiner Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Die müssten etwas Eigenes bringen, können nicht einfach eine Hasserkopie machen. Und dieses Eigene kitzle ich aus denen raus, bis es eben kommt. Und das sind Eigenkreationen. Ach nein! Das Besondere an der Sommerakademie in Marburg ist, dass wir hier 5 Tage Zeit haben, aus dem Alltag heraus in eine andere Welt zu tauchen. Im Moment ist es die surreale Welt und wir werden ganz schön verrückt dabei. Wir haben verschiedene Variationen mit den Manifesten des Surrealismus ausprobiert. Wir haben sie als Demonstrationstext gemacht, wir haben sie als atmosphärisches gemacht und wir haben sie gearbeitet als Tratsch. Das heißt, jemand hat einen neuen Manifestsatz gefunden, die Imagination der Kunst ist wirklich. Und das flüstern alle wie beim Treppentratsch als Neuigkeit weiter. Das sind einfach verschiedene Möglichkeiten, Texte lebendig zu präsentieren. Wir haben uns auch um die Vokale gekümmert. Vokale heißt ja klingen und in Resonanz kommen. Und der Vokal, wenn der vor dem Mund mit einem Ballon gehalten wird, dann kann man sehr gut sofort merken, ob seine Stimme, die Stimme tönt und im Klang ist oder ob sie leer und klanglos, leblos ist. Also wir machen Linolschnitt im weitesten Sinne. Und das heißt, ich versuche dann eben anhand des Talents oder der Idee, auch des Charakters desjenigen, die Leute sozusagen dahin zu schieben, dass sie dann am Freitag glücklich nach Hause gehen. Das ist das oberste Ziel. Die meisten Leute kommen auch mit Wünschen, was sie gerne lernen wollen oder was sie schon gemacht haben und besser machen wollen. Und daran arbeiten wir. Ich mache das gerne. Macht mir Spaß. Für mich macht es einfach aus, dass unglaublich verschiedene Charaktere da sind und sich die Eigenschaften von den einzelnen Personen auch in den Arbeiten zeigen. Und für mich persönlich bedeutet Kunst Ausdrucksmöglichkeit und Meinungsfreiheit. Also ich bringe verschiedene Arten von Ton mit und die haben unterschiedliche Körnungen und Feinheiten, Schamotten. Wenn man einfach so aus so einer Platte aufbaut, dann macht man sich hier erstmal so eine Fläche. Das ist eine Möglichkeit, wie man richtig schnell zu einem Ergebnis kommen kann. Hier zeichne ich jetzt zum Beispiel einfach mal grob ein
Gesicht ein. Das muss alles gar nicht ganz genau sein. Aus dem, aus was Zweidimensionalen nach und nach auch ins Dreidimensionale kommen kann. Mir ist es wichtig, dass die Leute einen Bezug zur Bildhauerei bekommen, dass sie versuchen, von dem Zweidimensionalen, was bei uns ja überwiegt, ins Dreidimensionale reinzukommen, was manchmal gar nicht so einfach ist. Das Wichtigste ist Freude dran und Interesse an der Arbeit und zu gucken, was passiert da. Ja? Also man ist auch nicht festgelegt bei dem, was man hier macht. Das geht also von abstrakt bis naturalistisch. Das ist alles möglich. Und der Rest kommt von selber. Und ich bin sicher, dass Sie anschließend Skulpturen ganz anders anschauen werden, wenn Sie mal so einen Kurs mitgemacht haben. Ich hoffe, Ihnen hat unser Rundgang durch die Marburger Sommerakademie, durch die zweite Woche, gefallen. Wir haben versucht, Ihnen einen Einblick in verschiedene Kurse zu geben, haben versucht, dabei verschiedene Sparten abzudecken. Und wir freuen uns eigentlich schon auf die nächste Woche. Dort reisen weitere Kurse neu an. Wir erwarten neue Kursteilnehmerinnen. Freuen Sie sich auf den Film in der dritten Woche.